So, jetzt können wir noch hier reingucken, aber hier ist niemand drin. Hier ist nur eine unbewachte Truhe. I'm on the trail. I'll get it open. Eine geologische Karte. Auf dieser Karte sind Gebiete im Dürrwald und in Erglampfad eingezeichnet, in denen es sich zu geologischen Aktivitäten kommt. Besonders bemerkenswert ist die Beschreibung einer Höhle, in der geschmolzenes Gestein in eine tiefe Schlucht entlang fließt. Also eine Lavahöhle. Ja. Okay, das sollten wir behalten. Feuerfälle. Ah, die wurde jetzt da hinzugefügt. Sehr cool. Schön zu wissen. Gut. Weiter geht's. Hier wollen wir raus. Also ja, wir werden wahrscheinlich noch viel Zeit in Trutzbucht verbringen, bis wir das alles erkundet haben. Das haben die großen Städte ja leider so an sich. Sagani, does your fox bite? Yes. Can I pet him anyway? It's your hand. I'm gonna pet him. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Jetzt will unbedingt Edda Saganis Fuchs streicheln, also Itumak. Und will sich in die Hand beißen lassen. So, du bist eine, mit der wir nur so reden können. Flüchtlinge, Flüchtlinge. Achso, das war die falsche Ecke. Wir wollen ja jetzt hier rum. Gucken wir erstmal kurz da auf die Weltkarte. Weil dort ist der Ausgang von der anderen Brücke, von der Matma-Brücke, die ja leider kaputt ist. Vielleicht wurde sie mittlerweile repariert. Ist ja ziemlich viel Zeit vergangen, seitdem wir da umhergereist sind. So, noch mal kurz hier reingucken. Also die ganzen Drogensüchtigen schon mal weg. Hallo, ich kann dir gar nicht genug danken. Ich habe meine Kanera wieder und mit ihr an der Seite bin ich bald wieder auf den Beinen. Ehrlich, kann ich dir etwas anbieten? Mit dem versprochenen Nachlass verstehe ich sich. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Swef. Super. Verkaufter Drogen. Aber dafür können wir mal was bei ihm absetzen. Unter anderem einen Haufen Xaurib-Speere und Schilde. So, Dolche brauchen wir keine mehr. Knüppel können wir auch loswerden. Handbeil auch. Xaurib-Kampfstäbe braucht auch keine Sau mehr. Doppelte Waffen. Bögen, Armbrust, noch eine doppelte Waffe kann weg. Ich habe viel zu viele gute Zweihänder und so, aber die will ich nicht unbedingt hier verkaufen. Einfache Kleidung. Gambasson können ein paar weg. Die Robe kann weg. Rohhautrüstung, Lederrüstung. Lederrüstung, Rohrrüstung kann auch weg. Den Rest lassen wir erstmal. Die ganzen gefütterten Hauben hier können weg. Die Kutten können weg. Kakao wollen wir nicht verkaufen. Notizen und so weiter verkaufe ich auch nicht. Ich verkaufe erstmal das hier so. Dankeschön. Wo ist seine Angebetete? Ist die auch hier unten? Nein, die ist wahrscheinlich oben. Gucken wir mal, was die uns noch zu sagen hat und dann gehen wir weiter. Hier ist sie nicht. Hier ist sie auch nicht. Ich sag bloß, die ist nicht drüber gekommen. Die sitzt immer noch in der Schenke rum. Naja, da soll sie da halt sitzen bleiben.
So. Weil hier ist sie nirgends. Hier ist nur er. Und hier ist auch zum Glück kein Drogensüchtiger mehr. How's the hand? Turning purple. I'd have to cut it off. I warned you not to pet him. If I'm not supposed to pet him, why is he so soft? Die zwei haben echt Probleme. Justitia und Söldner. Gemeinde. Also niemand, der irgendwie besonders aussieht. Justitia. Was ist? Ich suche nach dem Voedika-Tempel. Wenn du das sagst, er befindet sich in Urfeuer, gerade westlich von Burg Schmelztiegel. Zu der Brücke bräuchte ich 2 Tage. Okay, da ist ja so noch nicht repariert. Da ist einfach nur der Ausgang. Dann gucken wir mal in die Häuser der Leute rein. Was irgendwie typisch für Rollenspiele ist, in jedes Haus mal einzubrechen. Hallo. Ist jemand zu Hause? Wir wollen niemanden ausrauben. Du benötigst den passenden Schlüssel, um das zu öffnen. Ja. Ein Ei. Also können wir hier noch nicht weiter. Das ist vielleicht wieder ein Questort. Gut. Oder es ist was versteckt. Das kann natürlich auch sein. Man muss ja natürlich, man muss hier wirklich alles suchen, auch Verstecke. Die findet man einfach nicht einfach so. Fenris, nicht spacken. Und? Irgendwo ein Versteck? Nicht wirklich. Okay. Dann können wir hier drin schon mal nichts machen. Einfach nur warten, bis es geladen hat. Oh. Ah, hier ist was in der Kiste. 2 Dietriche können wir mal gebrauchen. Wessen Haus? Lumdalas Haus. Und der Schreiberschlafsaal. Grimda ist heute besonders übel gelaunt und das will etwas heißen. Das hier sind noch Gemeinde, die sich über irgendwas unterhalten. Ja, das ist auch immer schön, wenn die Städte einigermaßen belebt sind. So, wir könnten die Schreiber bestehlen. Das machen wir aber nicht. Nee, sicher nicht. Wir können mit dem Schreiber reden. Die anderen sehen nämlich alle... Naja, ziemlich gleich will ich nicht sagen. Aber der hat uns was zu sagen. Vielleicht was Nützliches. Good day to you. Bei welch augenlosem Gesicht bist du ein kurzer Oger? Oder warum bist du grün?
Wie schaffst du es, dass die Enten so um dich herumfliegen? Lass mich raten, du hast so viel Weißblatt geraucht oder bist du irgendwie an Schneekappe gekommen? Er klatscht die Hände und lacht. Schneekappe, Schneekappe, so wenige Leute kennen Schneekappe, von Ogan ganz zu schweigen. Er starrt dich an und nickt. Du bist ein Schreiber? Er nickt. Ja, ich bin ein Schreiber. Ich lese Bücher, ich schreibe Bücher. Ich habe in meinem Buch gegessen, weil es ein wenig aussah wie eine Torte. Oder war es eine Torte, die aussah wie ein Buch? Interessant. Also der ist übelst dicht. Oh, ich bin auch Kräutersammler. Blumenpflanzen, ich verkaufe sie, meistens esse ich sie. Erzähl mir von dem Schlafsaal. Die Schreiber, die hier in der Halle der aufgedeckten Geheimnisse arbeiten, schlafen da. Ich bin Schreiber. Er schnüffelt. Hier riecht es nach alten Socken. Sag mir mal, was du zu verkaufen hast. Da, Schneekappe. Weißblatt, Goldrot, Priem. Hat er noch was anderes Interessantes? Nein. Okay, Kumpel. Dann verduften wir einfach mal wieder. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wir bei den Schreibern... ja. Dass wir bei den Schreibern Kräuter kaufen können. Ich glaube, ich mache mir auch mal eine Notiz. Wie heißt das Haus hier oben? Lamdallas Haus. Okay. Notizen. Kate Nua, Keller spielen, Königin Danger, Rendrick töten, Tempel nach Secrets durchsuchen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber jetzt erstmal Kupferweg. Lamdallas Haus. Schlüssel benötigt. So. Gut. Nein, in die Richtung wollte ich gar nicht. So, jetzt haben wir als nächstes einen Historiker. Noch mehr Schreiber. Als nächstes hätten wir Flüchtlinge sogar. Seid ihr aus Goldtal geflohen? Die haben nichts Interessantes zu sagen. Jetzt haben wir noch dieses Anwesen hier. Ich kann mal kurz in meine Quests gucken. Die lange Jagd hoch hinaus. Das ist ein Adliger aus Farnheim. Farnheim liegt ja weiter unten, oder? Ja, Farnheim liegt da. Was ist das hier für ein Haus dann nochmal gewesen? Die Halle der aufgedeckten... Ach so. Das ist also sozusagen die Bibliothek. Gut, dann können wir nach Urfeuer oder in die Katakomben. Oder nach Farnheim. Hallo, Halle der aufgedeckten Geheimnisse. I'd wager there are more than a few banned books in here. Sicher. Weilpriester, Weilpriester und Schreiber, Fexer. Wollten wir nicht auch hierhin? Abtrünniger Ritter, hoch hinaus. Die lange Jagd, Meister der Tiefe, das Rad der Zeit. Das war Dings Kannas Quest. Die Prüfungen, ein Fragment heißt zertrümmernden Glaubens. Nee, ins Archiv des DAX wollen wir. Willkommen in der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Hallo. Die Frau blickt von den Büchern auf den Tisch auf, als du dich näherst. Du darfst dich gerne umsehen, aber bitte sprich leise. Wir sind schließlich in einem Tempel und Grimda duldet keine Unruhe. Wer ist Grimda? In Fexas Stimme schwingt Ehrfurcht mit. Sie ist die Oberarchivarin. Sie ist eine der angesehensten Gelehrten unserer Zeit. Nichts geschieht hier ohne ihr Wissen, zumindest fast nichts. Sie kratzt sich hinter dem Ohr. Du solltest in ihrer Gegenwart heute vorsichtig sein. Sonst noch etwas? Das ist ein Tempel, sieht ja aus wie eine Bibliothek. Ihre Augen werden groß und rund, weil es eine Bibliothek ist.
Weil ist der Gott der Geheimnisse und Antworten, der Verschlüsselung und Entschlüsselung, des Verbergens und der Offenbarung. Sie weist mit der Hand auf die Bücherregale. Er weist uns den Weg, indem er uns das Unbekannte verstehen lässt und verborgenes Wissen beschützt. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse wurde diesem Umstand zu Ehren gebaut.